Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Mahlzeit! Schön, dass ihr einen freigehalten habt. Ja, eins aus unseres Lebens. Rolf, hast du die Kamera schon an? Wollen wir mal Jacke anziehen, ne? Scheiß kalt, oder? So, ja, angekommen, angesteckt. Da kommt hier gleich der erste Kollege und was hat er mir gesagt? Wie heißt du? Ich bin der Volker. Du bist der Volker, ja. Ihr habt euch hier nur versammelt. Ja, wir haben eine große Truppe zusammengestellt, damit wir dich die letzten 20 Meter wieder schieben können. Das ist ja so nett von euch. Herrlich. Ja. Hallo. Ja, moin. Kann man Telefon nicht mehr halten hier? Nee, ist das kalt, ne? Schön. Ach, herrlich. Wen haben wir denn hier alles da? Moin. Doch ein paar moin. Mehr wie fünf geworden, ne? Moin. Also müssen wir ja alle begrüßen, ne? Mach ich mal aus. Guckt euch das mal an. Alle mal. Hey! Ich habe mit 5 Leuten gerechnet. Das ist der Rolf aus Afghanistan, den kennt ihr ja schon. Mit den dunklen Haaren. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe damit null gerechnet. Wir haben uns noch unterhalten vor ein paar Tagen und er sagte, ich glaube, wir müssen Raum anmieten. Ich sage, das machen wir draußen am Supercharts eine halbe Stunde, da kommen 5 Leute. Und ohne Scheiß, das ist kein Spruch. Ich habe nicht damit gerechnet und wenn ich mal hier so reinhalte, wie viel seid ihr? Wie viel sind wir? 60? 70? 120. Das soll man nach NFEZ wieder heißen. WLTP ist, glaube ich, nur 100. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, wir können mit vielen von euch sprechen. Und ihr habt eine schöne Zeit. Wir machen hier 2 Stunden was essen, ein bisschen schnacken. Ja. Ne? Und dann lädst du alle ein, denke ich. Ne? Das war ein Spaß. Schneide ich raus. Ja, schönes Ding. Dann lass uns mal beginnen, würde ich sagen. Ne? Ja. Ja, Frau Kröger. Tesla-Chaotin, guck mal, auch da. Hallo. Bist du noch nass von gestern, ja? Weiß ich, habe ich gesehen. Okay, also dann, schön, dass ihr da seid. Okay. Vielen Dank. Cooles Hemd sehe ich gerade. Ja. Das ist die richtige Farbe, oder? Ja. So soll es sein. War kein Zufall, dass wir das heute Morgen aus dem Schrank genommen haben. Das ist der Papa? Das ist der Papa, genau. Wieso hast du denn nicht so ein richtig vernünftiges Hemd, wie wir beide? Genau. Ich kann mir sowas nicht leisten. Ich auch nicht. Ich krieg das Geschenk. Nee. Uralte Sachen mit Klamotten, das ist nicht so meine Welt. Noch nie gewesen. Und jetzt mal zu meinem Marken zeigen. Was Besseres kann ich nicht machen, oder? Du auch, ne? Der Holzfällermann. Kommt immer gut bei den Mädchen. So, dann sitze ich hier bei einer Tasse Bier und einer Currywurst und dann sitzt da so ein Vogel und sagt mir, ey, dein Auto hat 317 gelaufen, meine hat 535 gelaufen. Ja, ist klar. Nee, ist tatsächlich klar. Und da sitzt er. So, dein Auto hat was gelaufen? 553.000. Wie kann das sein? Ja, war halt ein Taxi aus Holland, ne? Taxi aus Holland? Ja. Diese runtergerockten Gammelkisten, die waren angedellt. Yes. Ja, 1000 Dellen. Nein, er hat ein bisschen was, das ist klar. Er ist nicht neu, aber er läuft. Das ist wichtig. Zweiter Akku drin, soweit ich weiß, ja. Warum? Weißt du das? Ich habe nur ausgelesen und habe gesehen, dass der ungefähr 120.000 Kilometer runter hat, der Akku. Ja. Circa. Ja. Warum, okay. Weiß ich nicht. Und wieso kaufst du so ein Auto mit so vielen Kilometern? Ist eigentlich totaler Schwachsinn. Doch war günstig? Ja, also für Tesla-Verhältnisse günstig, genau. Okay. Ich habe halt nicht so viel Geld und wollte unbedingt mal ein Less haben und dann muss man halt ein bisschen gucken. Und hast du es nicht bereut? Bis jetzt noch nicht, ne. Wie lange hast du ihn? Ich habe den jetzt einen Monat. Davor hatte ich einen anderen, da war aber leider was kaputt, deswegen musste ich den wieder zurücktauschen oder hat der Händler zum Glück gemacht. Wow. Und jetzt habe ich mit dem gerollt, ja. Ja.
Das ist der Wahnsinn. Da müssen wir gleich mal rausgehen, müssen wir uns gleich mal angucken. Ne? 535.000 Kilometer. 553, komplett anders. aber es geht. Es geht. Es geht mit Tesla. Ne? Zweite Batterie wird einen Grund gehabt haben, aber ist 8 Jahre Garantie auf Motor und Batterie. Also völlig egal. Ja, so eine Geschichten höre ich gerne. Und das ist dann für euch auch wieder schön zu wissen. Ist laut hier, ne? Ist bestimmt genervt. Könnt ihr dann unterschreiben, ist zu laut hier, scheiß Ton, kenne ich schon. So, Mann, tatsächlich hast du hier schon so ein Tesla-Treffen und dann bleibt einer liegen. Mit seinem Model X. Hatte noch 5 Kilometer Restreichweite, ist aber 150 gefahren. Das ist der Fehler. Wenn ihr keine Reichweite mehr habt, müsst ihr langsam fahren. Nicht mehr als 60 Kilowatt entnehmen, das könnt ihr im Display sehen. Da steht er jetzt. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Schleppmodus reinkriegen, die Klappe aufkriegen und den bis zum Supercharger schieben können. Wir sind ein paar Leute. Schauen wir mal. So, dann machen wir auf. Schauen wir mal. Einfach von jetzt auf gleich, von jetzt auf gleich einfach ausgegangen. Schlüssel. Kein Bild. Alles Banane. Hast du Schlüssel? Ja, der scheint komplett leer zu sein. Wir kriegen den Bildschirm nicht mehr an, den können wir ihn auch nicht mehr ankriegen, leider. Also müssen wir hier entweder ein Auto finden, was Strom überbrücken kann, damit er hier die 12-Volt-Batterie wieder ankriegt und dann schauen wir mal, was wir da machen können für eine Lösung. So, jetzt haben wir ihn mal freigelegt, können ihn hier gleich überbrücken bzw. erstmal messen, was wir haben. Was für Möglichkeiten wir haben, um hier wieder kurzfristig Strom auf den Bildschirm zu kriegen, im Schleppmodus zu gehen. Schleppmodus-Expertin noch da? Ja. Da ist sie, ja. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir die Bremse lösen und das Ding zum Supercharger schieben, ne? So, jetzt schieben wir hier. Hinten alles voll mit Schiebis. Ja, kriegen wir hin. Jetzt wollen wir nämlich den Stall hier gleich. So, ihr habt den alle gerettet. Hey. Hey. Sehr schön. Ja, so sieht's aus. Wenn man dann wirklich bei hohen Geschwindigkeiten und niedrigen State of Charge zu viel Strom entnimmt, das funktioniert nicht. Deswegen, wenn ihr nur noch 3-4% habt, maximal 60 Kilowatt entnehmen. Langsam fahren, dann könnt ihr bis auf 1 runterfahren ohne Probleme. Aber wir haben ihn gerettet, er läuft. Er lädt. Dankeschön. Bitteschön. Seht ihr, alles wieder gut wie früher. 5 Kilometer Reichweite hast du trotzdem noch, ne? Wahnsinn. Muss den kalibrieren. Das darf nicht passieren. Und fahr mit Prozenten, ist besser. Aber man hätte es nicht geglaubt, ne? Dass nee. Beim modernen Fahrzeug sowas passieren kann. Ja, aber ist auch ein Bedienfehler, ne? Ja. Aber er hätte noch 4 Kilometer Restreichweite gehabt. Ja, aber 4 Kilometer ist bei hohen Leistungsentnahme gar nichts. Das bringt das zusammen. Bei der Temperatur auch noch. Ne? Genau. Aber jetzt kriegen wir ihn wieder in den Griff.